Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eschen. Wir sind beim letzten Mal zum vaganten Ruheplatz zurückgekehrt, nachdem wir uns den Lethürischen Palast angesehen haben. Ja, wir sind zurückgekehrt, um ein paar Waffen-Upgrades zu machen. Wir haben jetzt unsere Einhandwaffe auf die höchstmögliche Stufe verbessert, auf mit Asche versetzt plus 7. Und wir haben ja noch etwas offen. Ich dachte ja, zwischen den Folgen werde ich mir mal die anderen verfügbaren Talismane anschauen. Hab mich da auch entschieden, wie ich das machen möchte. Da haben wir im Moment Freundschaft angelegt. So, Schadensresistenz bis plus maximal 10%. Und das würde ich gerne austauschen gegen standhaft. Mal schauen, wo haben wir standhaft? Hier unten. Schadensresistenz ist dauerhaft auf plus 10. Das denke ich besser, wenn wir bei über 60% Gesundheit sind. Also werden wir erst einmal Freundschaft ablegen. So, waren wir so da. Und dann legen wir es ab. Und wir haben auch noch den Treiber angelegt. Ja. Gesundheit plus 2% und erhöht sich je nachdem, oder plus 2 ist ja plus 2 Punkte. Die würde ich gerne auch ablegen und dafür was anderes nehmen. Und zwar würde ich dafür gerne den doppelten Schluck nehmen. So, auf jeden Fall sinnvoller. Haben wir 2 Schlucke mehr in unserer Flasche. So, legen wir das erstmal an. Und für die Freundschaft würde ich gerne standhaft nehmen, wie schon ihr sagt. Sehr schön. Gut. Und ansonsten haben wir jetzt ja auch das Relikt Ugotus Arctis angelegt. Möchte ich gerne mal ausprobieren. Es heißt hier, es erscheinen Kugeln, wenn du Feinde triffst, unverursachen je nach benutzter Waffe Bonusschaden. Kugeln verschwinden, wenn man getroffen wird. Bin gespannt, wie sich das damit spielt. So, und dann haben wir noch was. Mich mal in unserer Kiste umgetan. Wir haben noch eine Rüstung gefunden, und zwar die kaiserliche Rüstung. Die würde ich gerne gegen den, ja, gegen den anderen Angriff der Nachsichtigen austauschen. So, ist ein bisschen schwerere Rüstung, aber ich denke mal nicht ganz verkehrt. Oh, hier gibt uns auch einen neuen Look hier. Hm? Gut, probieren wir das mal aus und kehren dann gleich mal ins Federland und zum Palast von Lathyrus zurück. Ja, nachdem wir uns da ein bisschen umgesehen haben, denke ich, wenn wir da jetzt hoffentlich auch sehr gut klarkommen. Oh, und mit der neuen Waffenverbesserung. Also, machen wir uns mal auf ins Federland und zurück zum Palast von Lathyrus. Und da sind wir auch zurück im Federland und am Palast von Lathyrus. Wunderbar. Na dann, wollen wir uns mal da aufmachen. Wissen wir jetzt schon ein bisschen Bescheid, wie die ja so vor sich geht. Mal sehen. Ja, jetzt klarkommen. Bin gespannt, wie sich das Waffen-Upgrade und das neue Relikt machen. So, aber erstmal wieder die Laterne raus. Ist doch ganz schön dunkel hier. So, brauchen wir uns jetzt auch ja nicht so genau mehr umgucken. Hier zumindest in dem Bereich nicht. Sehen. Ist der Jockel da? Ja, da ist der Jockel. Sehr gut. Fühlt man sich auch gleich viel wohler. Sehen, ob wir die drei... Nee, die können wir nicht auslassen. Okay. Jetzt kümmern wir uns um die. So, 2 erledigt. Und den haben wir auch gleich. So, erledigt. Ja, dann werden wir versuchen, so straight wie möglich hier durchzugehen. Kennen ja schon eine ganze Menge. Gut, erstmal durch das Tor hier wieder. So. Naja, eigentlich beginnt erst hier der Palast von Lathyrus so richtig. So. Und da ist das Tor offen. Sehr schön. Gut, hervorragend. Oh, wir haben noch ihn. Ah ja. Nach aus der anderen Kammer. Okay. Gut, mal sehen. Die Tür offen? Ja, gut. Aha, geht wohl erst durch, wenn wir durch sind. Geht wohl erst zu, wenn wir durch sind. So. Gut. Ach, da kommt schon der Große. Den können wir auch nicht auslassen, so wie es aussieht. So. Ja. Besser um den Rücken hauen. Mal gespannt, wie sich der Schaden von dem Blick jetzt auswirkt. Sieht aber ganz gut aus. Gut. Dann machen wir mal hier weiter. So, was sich ja auch ganz gut anfühlt, das sind mit den 10 Schlucken in der Flasche. So, die das wir noch nie gebraucht haben. So, jetzt kommt erstmal der Große hier. Ja. Kümmern wir uns um den. Ja, das sieht gut aus. Na, keine Ausdauer. Und dann kümmern wir uns um den Zwerg, wenn die Ausdauer wieder da ist. So. Ja, ja, man macht. Ja, die etwas schwere Rüstung macht sich bemerkbar, wie die Tür. Okay. Gut. So, kann man ja gleich hier links lang. Guckt es ja nicht so. Das war wirklich ganz sinnvoll, dass wir uns hier schon umgesehen haben. Jetzt ein bisschen wissen, wo wir hier lang müssen.
sehen, ob wir ein bisschen was auslassen könnten. Mal sehen, oder können. Mal sehen. Kümmern wir uns aber erstmal um die Schwertkämpferin. Ja, wir sind schon flink wieder unterwegs hier. Und ein paar Licht. Sehr schön. Gut. So. Jetzt haben wir so eine Passage. Jetzt kamen ja hier gleich zwei raus. Mal sehen, ob wir die auslassen können. Da hinten sitzt nämlich ein Mönch. Mal sehen, ob das funktioniert. Sieht ja schön weit aus. Mal sehen, wie weit wir da werfen müssen. Ah, das war zu kurz. Oh, wir sind schön weit oben. Den Torbogen da fast an, wie sehen sie aussieht. Ah, wunderbar. Boah, mal sehen, ob die jetzt rauskommen oder ob wir da unbeschadet vorbeikommen. Auch der Jockel kommt mal unbeschadet vorbei. Sehr schön. Gut. Können wir ja weitermachen. Ah, Moment. Da rechts liegt was. Ein Skelett. Schauen wir uns das mal an. Oh, eine große Skoria-Menge. Das ist natürlich nett. Gut, hervorragend. Da kommt man nur an, wenn die Mönch hat, oder? Ach nee, können wir mit Kletterhilfe hoch. Okay, kann man auch so erreichen. Okay. Gut. Hier rechts und links waren ja, glaube ich, ohne welche. Aber die waren nicht so schlimm. Mal sehen, ob wir die auslassen können. Oh, die bewegen sich nicht. In Ordnung. Gut. So, schauen wir mal hier. Ah ja, hier ist noch jemand. Ja. So, einen haben wir. Und die zweite. Ah, sieht man das doch mal richtig hier mit den Schildwachen oder den Palastwachen. Okay. Sehr hübsch. Gut. Hier links sieht es ja zu dem Popasaufbecken. Das brauchen wir jetzt nicht noch 10 Schluppe. Ah, da vorne ist gerade die Gestalten. Moment, dann müssen wir das anders machen. Dann nehmen wir am besten gleich den Speer nicht, dass sie sich wieder hier zurückzieht. So, da reichen noch die einfachen Speere. So, da kommt es auch schon. Moment. So, erledigt. Mal schon viel angenehmer. So. Können wir hier hoch und weiter rein. Ja, auf jeden Fall ganz sinnvoll, dass man schon ein bisschen weiß, wie das hier vonstatten geht. Da war die Erkundungsrunde in der letzten Folge schon ganz sinnvoll. Ja, und auf jeden Fall auch die Verbesserung, die wir so gemacht haben mit dem Talisman und dem Relikt und der Waffe. Ja. So, können wir uns erstmal nach vorne, lassen wir die mal rankommen. So, erledigt. Sehr schön. Müssen sie dann ja den Durchgang zu kämpfen, aber nö. So, was haben wir hier noch? Eine mittlere Score-Menge. Sehr nett. Gut. Die links können wir denn ja wohl auslassen. So, mal schauen. Ah ja. Jetzt sind wir auch wieder an der Stelle, wo ich beim letzten Mal schon meinte, da oben sitzt ein Mönch. Da kann man sicherlich was abkürzen. Müssen wir nicht den ganzen Weg links rumnehmen. In die Treppe in der Mitte hoch. Das muss ja nicht sein. Dann kommen wir ja gleich da oben hin. Mal sehen, ob das gelingt. Mal sehen, ob das hoch genug ist. Mal sehen. Ah, das war schon hoch. Ich staune ja. Okay, hier oben nochmal. Wunderbar, gleich beim zweiten Versuch. Sehr schön. So, mal die Waffe raus. So, hier liegt doch ein Skelett. Da sind wir ja im Prinzip da, wo wir beim letzten Mal, ja, es quasi von dann gemacht haben hier. Gut, so, den können wir uns in der Mitte weiter. Oh, da kommen noch zwei. Ah ja, war aber ganz selten eine Patrouille. Hier kann man gleich auch mal das Schild einsetzen. Das ist gar nicht verkehrt. Ja, nächstes Mal. Das sieht man ja nächstes Mal. Okay. Nein, so nicht. So. Okay. Eine haben wir von den beiden. Hier mit dem Schild noch. Das Schild. Haben wir letztes Mal ja auch gefunden. Gut. So. Ah, da drüben sind noch drei. Hatten wir ja gerade schon gesehen. Mal sehen, die jetzt hier kommen. Lassen wir sie erstmal rankommen. So. Flucht. Ich hoffe, ich möchte sie ja nicht kommen lassen. Wollt dann gleich drauf. Und übrigens, sicher. Ja, können wir den Rücken fallen. Der Dicke ist auch noch da. Sage ich ja. Oha. Mag mal einen Schluck trinken. So. Na ja, gut. Ich hoffe, wenn wir sich mit der beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Dicken. Das ist wirklich ein Suit so. So. Jockel hat es erwischt, das ist nicht gut. Und wir haben die Bienen noch. Oha. Ah, okay, versuchen wir mal Jockel zu helfen. Wir ziehen hier erstmal im Kreis. Das ist eine gute Variante jetzt hier. Oha, das ist ja nicht gut, dass er Jockel erwischt hat.
können und Speer nutzen, um die. Nee, ich glaube, jetzt machen wir den erstmal. Guck mal, das war ein Jockel. So. Ist besser. So. Dann kümmern wir uns um die hier. Der Dicke ist ein bisschen zurückgeblieben. So. Und die ist erledigt. Sehr schön. Dann können wir jetzt in Ruhe um den Großen kümmern. So, der wird langsam unterwegs. Aber wird gleich garantiert schneller. Ja, ich glaube. Und das ist erledigt. Ja, für die Schmach muss man es jetzt hier aber rächen. Meine Güte. Armer Jockel. Ah, und die Gornbären dabei. So. Dann können wir wohl da drüben weiter. Ja, ist ja alles hier sehr symmetrisch aufgebaut immer. Dann machen wir die Laternen auf jeden Fall. So. Wir wachen. Aha. Okay. Und hier rechts liegt noch was. Okay, gucken wir mal rein, was wir da haben. Eine mit Asche versetzte prätorianische Axt plus 3. Eine zarte und tödliche Tänzerin. Na, schauen wir uns die mal kurz an. Wo ist sie? Da ist sie. Ein makelloses Beispiel lathyrischer Schmiedekunst, zart und tödlich. Es ist nichts daran auszusetzen, auch im Krieg gut auszusehen. Jockel. Ah, hat Jockel gleich seinen Kommentar zu abgeben. Gut. Na, uns ist aber plus 6 unsere Zweihandwaffe. Ist hier auch wieder eine Zweihandwaffe, wie es aussieht. Und hat immerhin 13% kritische Trefferchance. Und hat 25. Okay, ist jetzt also für uns nicht wirklich, ja, ein Upgrade. Aber wir nehmen es mal mit. Bei der Gelegenheit werden wir am besten mal die Scoria-Mengen hier verbrauchen. Dann haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Das wäre ganz sinnvoll. So, machen wir noch ein bisschen auf. So. So ist gut. Dann können wir hier weitermachen. So. Sehr schön. Gut. Ah ja. Da haben wir noch einen Dicken. Mal sehen, ob der jetzt kommen möchte hier. Der rennt da erstmal gegen die Wand. Oder beziehungsweise gegen die Geländer. Und da haben wir noch. Oh, eine Schelle. Okay, mal vorsichtig sein hier. Gut, der Dicke will sich jetzt hier unbedingt mit uns beschäftigen. Lassen wir jetzt nicht unbedingt so. Jetzt auf den Rücken. Das ist nicht mit der Linie, ja, ne? So, das ist erledigt. Wo ist der Dicke jetzt hin? Wirklich ein bisschen Respekt haben. Die hauen mit ihren zwei Handwaffen hier doch ordentlich zu. So, das ist schon erledigt. Sehr schön. Gut. So. Da vorne liegt noch ein Skelett. Und da hier die Treppe hoch. Ich denke, wir müssen da weiter. Machen wir das doch einfach mal. So, da oben steht noch einer. Sonst ist es ruhig. Okay. Noch ein bisschen Sapiensmus. Gut, das ist jetzt nicht so spannend. Können wir mal uns umlegen. Da lassen sie mal kommen. Ja, kommt ganz langsam. Aber oh, die sind ja eigentlich kein Problem mehr. So. Oh, doch, mit dem Schaden, der geht schon. Oh, das waren jetzt 3 Schläge. Das hat man ja immer so 4 gebraucht. Also, das macht sich schon bemerkbar. Gut, die Maske macht auch eine Menge aus. Was haben wir denn hier noch? Das sieht ja ganz fantastisch aus. Das sind aber hübsche Leuchter. Wow. Hübsch da mit den Tüchern. Schöne Farbgebung. Ja, das ist sehr stimmig. Ah. Ach, der orientalische Stil hier ist ganz fantastisch anzusehen. Gut, okay, aber gucken wir mal hier auf die Umgebung. Gucken wir mal lieber, ob hier noch viele Gegner lauern. Ne, hier sieht es aber erstmal ruhig aus. Das ist gut. So, sind wir da lang? Ja, das sieht irgendwie ganz gut aus. Ja, hier kann man auch wieder mal einen Blick rauswerfen. Er leuchtet ganz hell oder strahlt ganz doll das Licht. Ganz fantastisch. So, ah, hier rechts ist noch ein Skelett. Gucken wir da mal rein. Ein Feiglingsüberrest. Gut, okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber in Ordnung. Nehmen wir mal mit. So, gucken wir mal hier raus. Oha, das sieht hübsch aus. Ah, die Türme und alles. Schon sehr, sehr imposant. Ja, ja, ja. Ah, gefällt mir. So, gucken wir mal weiter. Na, ah, da haben wir schon wieder so einen Dicken. Ah, nehmen wir mal das Schild von jetzt mal raus. Das ist irgendwie besser. Hier sieht man ja wie so ein bisschen was. So, hier links. Ah, hier links sitzt noch einer. Kümmern wir uns mal um den. Ah. Ah. Kann ja uns den Rücken fallen. Dann fallen wir jetzt mal dem Dicken da in den Rücken. Oh. Oh. Au. Au, 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 au. Und trinken wir mal schnell einen Schluck. Oh, war ja schon so freundlich und hat den umgehauen. Okay. Ah, etwas. Ah, zu spät den Blocken losgelassen. Oder zu früh den Blocken losgelassen. Okay. So, jetzt kann man hier ein bisschen rausgucken. Das finde ich ganz fantastisch, einen freieren Blick hat. Ach, hier haben wir unsere Werte ganz übersehen. Sapienwurzel. Okay. Ui, das sieht hübsch aus. Aha, aber keine Spur von einem Ritualstein. Wie man da überhaupt hin könnte. Runterspringst du mit Kenio-Didio, wenn man hier hochklettern kann. Ui.
Ne, glaube, lassen wir. Gut, haben wir das gesehen. So, machen wir mal weiter. Ich denke, wir müssen hier hoch im Palast direkt weiter. Okay, da vorne haben wir ein paar Mönche sitzen. Okay. Und haben wir hier noch was? Ja, da sitzt noch einer. Kümmern wir uns mal um den. Und das ist erledigt. Ja, schön. Oh, Jochel hat da noch was gefunden. Das sind aber viele. Oha. Sind wir fünf? Ja. Kümmern wir mal uns um die. Oh, geht ja gut. Oha, hervorragend. Ja, kein Problem hier. Gut, sehr schön. Heute waren wir eine nette Gruppe. Ah, hier, wir machen nicht viel Schaden, aber in der Gruppe. Ja, schön sie fertig. So, hier haben wir noch ein Skelett. Ein Schädmädchenspeer. Ah, sehr schön. Ah, haben wir 27 dabei. Das ist ja nicht verkehrt. So, was bieten eigentlich die Mönche hier an? Ah, kann man leider nicht erkennen. Na gut. So, machen wir mal weiter. So. Ah, das ist ein Schädmädchen. Ja, check fest. Das ist nicht gut. Ah, Schädmädchen, würde ich gerade sagen. Ah, auch mal so eine Schatten hier stehen. Die hat schon ordentlich was abgekriegt. Okay. So, hinten erledigt. Da vorne hat auch noch irgendwas dabei. Mal sehen. Lingonbeere. Okay, eingesteckt. So, was haben wir jetzt hier? Na, wo die Bibliothek gefunden? Naja, hatten wir beim letzten Mal schon im Bibliotheksbereich gefunden. Okay, gucken wir, ob wir hier noch ein anderes finden. Ob wir noch irgendeine Schattengestalt lauert. Nee, aber da oben ist irgendwas. Okay, wie sollen wir da rankommen? Hier wird man nichts zu sehen. Na, mal sehen, ob man da noch einen Weg hinfindet. Wenn wir hinten rum irgendwie ran. So. Da haben wir nochmal so eine Schattengestalt. Eine Schattenpriesterin. Ja, schnell kaputt machen, bevor sie hier komische Angriffe macht. In Ordnung. Hier gucken wir mal weiter. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay, kann man hier wohl weiter. Da vorne sind nochmal anscheinend rote Augen zu sehen. Moment. Ja, holen wir uns die mal her. Ah ja, haben wir getroffen. So geht auch. Kommt noch ein Dicker. Ui, ja. Das ist nicht gut. Die zusammen sind nicht gut. So, jetzt mit dem Großen weg. Sehr schön. Ah, da, du kommst jetzt da gerade erst nach. In Ordnung. Mal sehen. Ne, so nicht. Ein Löffel erwischt aber. Oha, weg. Ein bisschen zu spät weg. So, dann haben wir trinken am besten. Jut. Ui. Ah, die Ausdauer alle gewesen. Na gut, und ein bisschen eng. Jut. So. Hier war auch nur Spreiter. Jut. Das war eine schöne Überraschung hier. Meine Güte. So. Was war das da eigentlich? Aha. Kann man da hochklettern? Aha, schauen wir uns das mal an. Und hier kann man auf jeden Fall erstmal hoch. So. Hier hoch, gut. Ah, hier oben ist ein Wanddurchbruch. Aha, aha. Na, dann müssen wir mal ausprobieren. Sehen, kann man da rüber springen? Ja, das klappt sehr schön. Hier hoch. Mhm. Das ist jetzt oberhalb. Da hinten ist... Ah, vielleicht kann man über die Bücherregale da hinten ran. Mal sehen, ob das funktioniert. Das funktioniert schon mal ganz gut hier. Sehr schön. Ja, denke man, da war ein schön weit, ob man darüber springen kann, aber ich sehe keinen anderen Weg. Probieren wir wenigstens mal aus. Manchmal müssen wir aber hier so schräg wahrscheinlich rüber springen. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Oh ja, hervorragend. Sehr schön. Und wir haben Überreste gefunden. Was haben wir hier? Eine große Skulpturmenge. Ganz hervorragend. Da hinten sind noch zwei weit. Skelette. Und wir haben noch eine Eschenfeder gefunden. Hervorragend, wie schwarz es wieder aussieht. Ja, plus 2 auf maximale Gesundheit. Ganz hervorragend, hat sich die Tür auf jeden Fall gelohnt, hier hoch zu gucken. Hervorragend. Was haben wir hier noch? Große Skuria-Menge und eine Sapiens-Zwillingswurzel. Gut, war denn hier auch jetzt auch nicht irgendwie weiter? Okay. Gut, müssen wir wieder runter. Boah, das sieht aber hoch aus. Am Schluss muss man sich auch genug fangen. Unten schon steht. Mal sehen. Autsch. Okay, bisschen Schaden genommen, aber ist nicht schlimm. Das regenerieren wir ja wieder. Gut. Ja, das war doch ganz zuvor, dass wir das gesehen haben. Hat mich schon gewundert hier, als wir hier standen. Ja? Was das sein soll. Gut. So, gucken wir mal weiter. Da vorne scheint noch was zu liegen. Was haben wir denn da? So, uns in München geht das erstmal. Was? Jetzt erstmal ruhig, nicht weiter zu hören, nicht weiter zu sehen.
Gehen aber rhetorischen Augen irgendwo. Okay, da jetzt ein Gang runter und links ist nichts. Okay. Dann können wir uns jetzt nur das Skelett anschauen. Sapiensmoos, hervorragend. Gut, sehr schön. Oh, das läuft ja ganz gut hier. Ja, jetzt sind wir auch in dem Bereich, den wir ja nicht kennen hier. Und ja zur Weile unterwegs. Aber das läuft ja trotzdem ganz gut. Aber ein bisschen Vorsicht, da bin ich jetzt hier schon. So, gucken wir mal hier hinten erstmal lang. Ja, hätte man auch den Weg abkürzen können und da hinten Speer rüberwerfen. Aber hier ist ja eine Stadt, man ausweichen muss. So, naja. Hier hinten haben wir noch ein Skelett, so wie es aussieht. Und rechts und links ist nichts. Okay. Ist hier noch irgendwas? Muss man nicht. Ah, da hinten hat man noch einen tollen Ausblick. Gehen wir gleich mal gucken. Aber wir schauen uns erstmal das Skelett an. Eine große Sporehemmlinge. Sehr schön. Ah. Oh. Da vorne tropft's. Da ist wieder ein Pupusaftbecken. Ah, das ist ganz fantastisch. Oha. Oh je, dann wird es hier noch eine Weile dauern, bis wir hier durch sind. Uiuiui. Gut, aber werfen wir hier mal einen Blick raus. Ah, kann man auch wieder nicht so viel erkennen. Schade eigentlich. Aber auf jeden Fall, was man so sehen kann, sieht ganz fantastisch aus. Ein wieder auch ganz schön aussieht hinter der Palast. Uiuiui. Gut, dass man das nicht gewusst hat, bevor man hier reingegangen ist. Weiß man ja, dass das so aussieht, wie das. Aber geht eigentlich sehr, sehr gut. Also, eigentlich wenig Probleme hier. Die Schattengestalten sind ein bisschen suspekt, aber ansonsten, naja, gut. So, apropos Schattengestalt, ich sehe da vorne schon wieder rote Augen. Mal sehen. Oh, hier ist aber dunkel jetzt. Das ist nicht gut. Moment, das müssen wir anders machen. Ich muss mal ganz kurz gerne die Laterne abstellen. Das ist auf jeden Fall besser, dann sehen wir wenigstens was. So, hoffentlich treffen wir sie jetzt. Wo ist sie denn? Da sind die roten Augen. Mal sehen, ob das jetzt das Richtige ist. Ah, sie setzen sich in Bewegung. Das ist schon weit. Oh, wir sollten die Laterne nicht aufnehmen. Da kommt noch jemand. Erstmal die Schattengestalt mal rankommen lassen. Okay. Die fällt uns jetzt nicht im Rücken. Ungünstig. Nee. Oh, weg. Jockel auch. Ah, Jockel ist nicht weg, ja. Ah, gut. Okay. Gut. Ah, das erstmal. Okay, eine schöne Kombination, die bin. Und hier rechts die Knorrad. Okay. Skelett in der Kammer. Okay, eine Schwarte. Sehr schön. Nur meine Sapienwurzel. Und da drüben ist wohl nochmal so eine Kammer. Hier scheint aber nichts zu sein. Nö, gut, okay. Gut. Ah, ganz schön dunkel hier. So, von da drüben fällt ein bisschen Licht ein. Ah ja, okay. Schauen wir uns hier mal um. Ja, ein paar Tische. Ah, okay, aber hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, hier in der Ecke scheinbar nicht. Nö, hier ist nichts weiter in Ordnung. Gut. Ah, können wir rüberklettern, sehr hübsch. So. Gut. So, gucken wir mal hier drüben. Hier ist nochmal eine kaputte Statue, okay. Liegt hier hinten noch irgendwas, vielleicht dahinter. Ja, da liegt noch was. Sehr gut. So, gucken wir mal, was wir da haben. Eine Sapiens-Zwillingswurzel. Gut, dass wir geguckt haben. Oh. Da vorne bewegt sich was. Das ist doch wieder so ein Schildmädchen, okay. Gut, kümmern wir uns um die. Und erstmal unten rum. Wo ist sie? Da ist sie. So. Gut, hoch erledigt. Sehr schön, ja, kein Problem. So, die kam irgendwie über die Treppe runter. Okay. Ganz schön dunkel. Gucken wir da drüben. Oh, da ist noch so eine. Aha, wo wir mit immer aufgescheucht hier. Haben sie getroffen jetzt. So. Oh, sehr schön. Oh, Ali, gehen wir mal hier hoch. Hier sieht man ja wenigstens, was jemand. So, okay. Ja, wahrscheinlich hat drüben die Treppe auch bloß nach oben. Ist ja alles sehr symmetrisch immer aufgebaut hier an die meisten Stellen. So. Gut. Jetzt dahin. Runter. Ach, da unten muss das Pupusaftbecken gewesen sein. Okay, gut. Und da vorne haben wir, ja, kann man das so ja umgehen hier unter uns. Ja, hätte man die Stelle umgehen können, wenn man das. Ah, okay, gut. Also hier gibt es eine Abkürzung. Okay, muss man auf jeden Fall wissen. Also wenn man hier verstirbt, ist das auf jeden Fall ganz gut, dass man weiß, dass es hier so eine Abkürzung gibt. So. Da drüben sitzt doch wieder eine Schattengestalt. Sehe sie doch schon. Holen wir uns mal ran hier. Ja, verfehlt. Aber sie kommt trotzdem. Okay. Wo ist sie? Ah ja, hinter der Wand. Die Jockel hat sie schon. Okay. Noch irgendwas? Nee, sieht das mal ruhig aus. Sehr gut.
Und hier vorne haben wir noch ein Skelett. Schauen wir uns hier mal ganz in Ruhe um. Nur Sparta, okay. Was haben wir hier? Prätorianische Insignien. Aha, eine weitere Rüstung. Natürliche Schmiedekunst vom Feinsten. Na, dann schauen wir uns die doch mal an. Das hat ja nochmal ein Upgrade für uns. So, was haben wir da? Da ist er. Aus feinsten natürlichen Metallen geschmiedete Rüstung für die Offiziere der Legionen der Stadt. So schick. Wäre schade darum, wenn es Blutflecken gäbe. Eider. Okay. So, was kann die? Hat auf jeden Fall mehr Abwehr. Der hat 90 Abwehr. Schadensreduzierung von plus 30%. Da haben wir 25. Ausdauerkosten plus 70. Das ist natürlich sehr viel. Da haben wir plus 50. Und Ausdauerregeneration minus 25. Wir können sie erstmal ausrüsten. Und sehen, geht ja einigermaßen mit der Ausdauer. Und wir können sie uns auf jeden Fall mal angucken. Sieht so aus wie die Rüstung von den Großen, die mit den Zweiern waffen. Uns steht es aber definitiv besser. Gut, na, behalten wir die erstmal an. So, kann ja nicht schaden. Naja, ständig auf den Kopf kriegen. Gut, machen wir mal weiter. Da vorne steht Mand. Okay, hat uns noch nicht bemerkt, so wie es aussieht. Ah ja, ist wieder einer von den Schwertkämpferinnen. So. Da steht aber auch nicht gefährlich an der Kante. Da ist noch so ein Dicker. Oha. Muss ich schnell was trinken hier. So. Die Kleine. Oha. Jockel hat da gerade ganz ordentlich abgekriegt. So. So. Ah. Ist aber ewig. Mal trinken hier. Ah, was wird das, unsere Flasche? So viel Schlucke hat er immer bei 8 Schlucken. Okay, ein Genital ist mal den wir nicht unbedingt gebraucht. Ich würde das nochmal ablegen. So. Machen wir weiter, hier schon wieder dunkel. Lauter garantiert irgendwas. Da vorne auf der Treppe steht jedenfalls einer. Nicht einfach durchrennen. Ich glaube, das ist nicht gut. So. Hier ist erstmal ruhig, soweit das aussieht. Hier rechts ist nicht. Links, oben stehen, liegt aber was. Gucken wir da mal vorbei. Gut. Da sitzt einer. Oh, mal sehen, ob wir die kriegen können. So, schon erledigt. In Ordnung. Das war ja unkompliziert. Ja, wenn sie von hinten kriegt, dann kriegen sie die ja nicht richtig mit, das Uhu zu wissen. Und hier haben wir noch mal eine Sapienwurzel. Gut, gucken wir mal in der Kamera drum ohne vorbei, wenn wir jetzt schon hier sind. So, ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts. Gut. Mal sehen, ob es da drüben ohne so eine Kamera gibt. Mal sehen, ladet immer gleich aufgebaut. Erstmal ist noch mal ein Schildmädchen. Okay, ist hier links noch irgendwas? Nee, okay, dann kümmern wir uns das Schildmädchen. Hab ich noch nicht bemerkt. So, gut. Eine Sapienwurzel, hervorragend. Sehr schön, war ja kein Problem mit der jetzt hier. Gut. So, gucken wir mal da drüben. Nee, hier ist nichts weiter. So, gut, dann können wir wohl noch da durch. So, und auf der Treppe stehen drei. Okay, dahinter sind drei Palastwachen, so wie aussieht. Da ist wieder so eine Schattengestalt dabei. Das finde ich gar nicht gut. Sehen, ob wir die kriegen können. Reicht einzeln. Mal sehen. So, ah ne, oh, kommen alle. Oh je. Und hier ist unheimlich dunkel, das finde ich nicht. Oder können wir die Laterne nicht ablegen? So, oha. Mal sehen. Mal gucken, ob wir die Schattengestalt kriegen können. Aber das wäre jetzt erstmal das Wichtigste. Das ist ja doch sehr lästig. So, wer hat den anderen da hinten? Versuchen wir mal, die Schnelle hier zu kriegen. Oha. Okay, das Stück war jetzt eigentlich nicht nötig. So, kümmern wir mal uns um die hier. Ja, spielt hier wieder weg. Also, das war ganz gut, dass wir die bessere Rüstung anlegt haben. Ah, Jockel hat den erledigt. Das ist gut. So. Ah, ist gut. Ausdauer. Naja, doch, man macht sich bemerkbar. Definitiv. Okay. Gut, trinken wir da mal einen Schluck. Wow. Das war ja keine angenehme Gruppe. Meine Güte. Hui. So. Jetzt können wir hier wohl durch. Auch nicht weiter in Ordnung. Gut. Aha, das sind oben gerade eben zwei Wachen beiseite getreten. Dann können wir wohl da durch. Ja, schön, da jetzt raus ins Licht. Aha. Ah. Sehr schön. Gut. Wow, da war da eine Riesenstatue.
gucken wir uns gleich mal an, aber erstmal, genau, wer ist? Irgendwie da draußen im Freien schon ganz anliegen. Da ist jemand tatsächlich. Hier ist so einer. So, erledigt. Oh, kommt noch später. Und hin, da. Autsch. So. Na, schlägt sich da im Busch. Das ist nicht gut. So. Erledigt. Sehr schön. Gut. Ist hier noch irgendwas? Gucken. Da ist noch ein Skelett. Sehr schön. Ganz hervorragend. Dann haben wir hier eine Sapienwurzel. Hervorragend. So. Gucken wir uns mal die Statue an. Das sieht ja ganz fantastisch aus. Ah, wer weiß, das wird wahrscheinlich König Omar sein. Okay. Gut, da drüben ist noch so ein paar Bilder. Jetzt haben wir die gleiche Ecke. Schauen wir da auch nochmal kurz vorbei. Ist hier noch irgendwas gibt, was wir mitnehmen können? Sieht so aus. Hier hinter nochmal, hinter den Vorhängen. Ja, da liegt auch nochmal ein Skelett. Sehr schön. Eine große Skorea-Menge. Ganz hervorragend. Und, nö, hier ist noch weiter in Ordnung. Gut. Oha. Sind wir mal in ihm der Höfe. Obwohl, dann sieht ihm ja nur nach dem Hof aus. Oh, was haben wir da vorne? Da vorne ist ein Ritualstein. Oh, das ist ja ganz fantastisch. Ganz große Klasse, sehr schön. Gut. Oh, und da rechts liegt ohne irgendwas. Gut, das ist irgendwo ungefähr nicht. Gucken wir uns das jetzt mal an. So, was haben wir hier? Ja, hängt aber ganz so an der Kante. Oh je. Ein Faltungsüberriss. Okay. Gut. Na denn, das ist ja ganz verrückt. Dann haben wir das wohl hier durch den Palast geschafft. Oha. Ah. Das sieht ja auch ganz irre aus. Eine Jüte, ganz imposant hier. Gut. Dann holen wir uns erstmal den Ritualstein. Ah ja, aber von hier aus können wir nicht fliegen. Jetzt gehen die ja so. Okay, gut. Na, dann ist das so. Ah. Schauen wir hier nochmal runter. Oha, so nochmal eine große Statue. Nee, da möchte ich nicht hochklettern, um Gottes Willen. Gut. Okay. Ah ja. Guck mal da hin. Kann man auf der Karte was erkennen? Nee, sind ganz weit außerhalb der Karte hier, oder? Okay. Gut. Okay, dann hätten wir das hier. Sind wir durch den natürlichen Palast wohl soweit erstmal durch? Oh, da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, da wird uns beim nächsten Mal tatsächlich der Schatten das Eschen erwarten. Ja? Also, da bin ich gespannt drauf. Okay, also, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Und hier geht es dann beim nächsten Mal weiter im Palast von Natyrus. Bis zum nächsten Mal. Macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald.